Hallihallo, liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Total Annihilation Kingdoms Vile Plague. Das letzte Mal sind wir ja hier durch die halben Katakomben von Kreon durchgekrochen. Und ich würde nur sagen, in der heutigen Folge durchkriechen wir auch die andere Hälfte. Und ja, ich wollte ja auch noch zum Schluss der letzten Folge eine ziemlich coole Geschichte erzählen von mir, die ich selbst, also eine Geschichte, die ich selbst erlebt habe. Und ja, während wir hier durch diese verwinkelten, verzweigten, verschlungenen, gigantischen Gänge dieser Höhlen hier durchwandern, würde ich mal sagen, kann ich mal diese Geschichte erzählen. Und zwar ist es eine Geschichte, die ich in der Wiener Unterwelt erlebt habe. Eigentlich ist nichts Besonderes. Eigentlich erzähle ich nur davon jetzt, wie das war. Also, war so gewesen, wir sind halt durch irgendwie so eine Treppe oder so runtergegangen. War halt wohl, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo das noch war. Das war halt hinter einem Haus oder so. Oder in einem Haus drinne. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Gebäude war. Ich glaube, es war irgendwie so eine Kellerei oder sowas. Auf jeden Fall sind wir da runtergegangen, unsere Gruppe. Ich muss dazu sagen, da waren wir halt auf unserer Stufenfahrt, ne? Das war in der 12. Klasse noch. Ne? Das ist schon ein bisschen. Das ist auch schon 2,5 Jahre her. Ne? Huh. Naja, auf jeden Fall. gehen wir dann wieder unsere halbe Stunde da so runter, ne? Ja, dann sehen wir auch schon die ersten Knochenstapel, ne? Alles, und dann kommt auch noch hier diese Temperatur an, ne? Es ist richtig kalt da unten, ne? Klar, wir sind auch relativ tief unter der Erde und, na gut, je tiefer du in die Erde gehst, desto wärmer müsstest du eigentlich werden, aber egal. Wir waren halt unterhalb der Erde, da wo keine Sonne war, wurde gar nicht heiß oder so. Und zwar mitten im Sommer, ne? Oder zumindest mitten im Mai. Da sind wir da. Und da kommen auf einmal so riesige Knochenstapel an, ne? Richtig so quasi so. Als würdest du bei Minecraft so Knochenblöcke haben. So sah das ungefähr aus. Also riesige Blöcke von Knochen. In einer Ecke, so einer Nische, waren tausende von Knochen reingeworfen. Oder schien so ein Knochenstapel so zusammengebrochen zu sein oder so. Und dann gingen wir auch noch so weiter. Da waren auch noch so auch noch weitere Särge und also so richtig billige Holzsärge. Also richtig einfache Holzsärge. Und Alter, das war schon krass. Das war schon ziemlich cool. Ne? Also wenn ihr mal in Wien seid, dann geht auch mal auch in die Wiener Unterwelt, wenn die da so eine Führung wieder anbieten. Ich glaube, die machen das nur mittwochs oder so. Oder ich weiß auch nicht mehr so genau. Ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also könnte man sich mal geben. Kann man sich mal geben. So, was man sich auch mal geben kann, ist, ich wollte jetzt eine coole Überleitung machen und hab's total vergeigt, weil mir nicht einfällt, was man sich geben könnte. Man könnte sich geben, ich weiß nicht, was man sich alles geben kann. Ich kann mir einen Stift geben, ich gebe den von der linken Hand in die rechte Hand. Oder umgekehrt. Ja, da gebe ich mir einen Stift. Yeah. Ich komme gerade auf den Stift, weil ich gerade einen Stift hier auf meinem Schreibtisch stehen sehe. Naja, scheinbar haben uns unsere ramonischen Soldaten auch fast geschafft. Und, ach ja, nicht vergessen, Leute. Nicht vergessen, das ist immer noch die Aufnahme, die Aufnahmesession, die ich total vermurkst habe mit dem Mikrofon, deswegen alles nochmal neu vertonen darf. Aber hey, Leute, das ist mir total egal, weil eigentlich ist mir nicht egal, weil es insgesamt 3 Stunden sind oder so, die ich jetzt nachvertonen darf. Glaub mir, Leute, so einen blöden Fehler mache ich garantiert nicht nochmal. Und wenn es normal ist, dann liegt es nicht an mir. Dann liegt es irgendwie an Outer City oder so. Was mir auch gerade auffällt, dass ich gerade sehr, sehr schlau gemacht habe, ist, dass ich das Mikro direkt hier vor meinem Bildschirm aufgestellt habe. Und so jetzt nicht mehr die Hälfte nicht mehr erkennen kann. Oh ja, dankeschön, Herr Professor. Egal. So. Unsere Truppe sollte sich mal ein bisschen mehr zusammenreißen hier. Das sind relativ wenige nur noch. Aber wir werden das schaffen, Leute. Weil wir sind super cool. Wir haben Ritter Kunibert auf unserer Seite. Super Kunibert! Lass die anderen das machen. Und ich bin so blöd und lasse erstmal den Magierbauer, den ich eigentlich kämpfen soll. Ja, den kämpfe ich einfach. Lass ich ganz vorne kämpfen.
So, hier sind auch schon die ersten chemischen Soldaten, die ihr gesehen habt. Wir scheinen wohl ziemlich nah an der Erdoberfläche wieder zu sein. Wenn hier schon die ersten Soldaten sogar auftauchen. Ja, gehen wir mal weiter. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein? Wir haben natürlich mal wieder gesiegt. Yeah! Super cool, wir haben 5 Verluste. In meiner ersten Aufnahme hatte ich 0 Verluste gehabt, aber hey. Also es war die allererste Aufnahme, die ich total verbockt habe, weil ich mit den Commentary total unzufrieden war. Dann die zweite Aufnahme, das war halt noch irgendwas anderes und jetzt kam noch mal das hier. Na gut. Kapitel 17, Science Buff Magic. Ich würde mal sagen, Leute, Spiel starten. Das ist ziemlich cool. Übrigens, diese Mission ist richtig cool, weil es eine besondere Einheit gibt, die ich sehr, sehr mag. Ja, aber guckt doch selbst. Spiel starten. Martin von der Vergangenheit, jetzt starte endlich das Spiel! Ich will das Spiel starten! Dankeschön. Dankeschön und bis bald. Kreon now is poised to invade the main island of Vidara at the very heart of Aruna. A desperate Queen Karenna sends an envoy to the Sage of Kreon to sue for peace. Karenna, your emotional arguments hold no sway with those who revere logic and science above magic and superstition. We need no such primitive belief systems, no crutches to advance our superior civilization across Darien. We shall, however, grant you swift return of your envoy, as soon as the glacier bears have done with her. The remaining portions will be served to you cold as your unconditional surrender entree. Menelaus, 27th Sage of Kreon. Oh, hä, Leute. Veruna, kurz vor Kapitulation. Die Kreon bittet nochmal schnell um einen Waffenstillstand. Aber Menelaus, der 27. Weise von Kreon, sagt, ne. Hier schon mal gar nicht. Na gut, jetzt sind wir hier. Und ja, weil Kreon halt jetzt kurz vor der... Kreon belagert jetzt die Hauptinsel von Veruna. Und das ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis Veruna komplett fällt. Und Menelaus sagt halt, ja, entweder die Kapitulation oder gar nicht, ja. Ja gut, Kapitel 17, Science Above Magic. Unload the troops and establish a landing. Destroy all Verunan forces. Also wir sollen die ganzen... Wir sollen mit unseren Truppen, mit unseren Schiffen jetzt ja alles zerstören, einen Landgang begehen, Landgang halt, ne, und alle Präsenz Verunas zerstören! Zerstören! Muss vernichten! Entschuldigung. Und sonst so, ja, ne, alles klar. So, hier bombardieren wir einfach mal ein paar Bollwerke. Und... Ach, ich glaube, ich weiß, was gleich noch passiert. Ja, genau. Ich erinnere mich. Es ist extrem dämlich. Um genau zu sein, bescheuert, was gerade gleich passiert. So. Da ist noch irgendwo ein Bollwerk. Okay. Volle Bombe. Holzbombardement auf das Bollwerk drauf. Alter, schon wieder. Was ist denn hier los? Und bams, ist doch mal bitte weg gerade. Das wäre ziemlich knocky Missimo natürlich. Und ein Skiff. Die Skiffe, das ist ziemlich cool. Wir sind mit 1-2 Schüssen down. Von unseren Ironclads. Und ja, gleich sehen wir, was passiert. Wir haben ein Schiff verloren. Das Blöde ist, auf diesem Schiff waren sogar noch... Großteil unserer Truppen. Das ist uncool und das ist so uncool. Als ich das gespielt habe, habe ich gesagt, ja, ist mega ärgerlich, scheiße, Mann. Da war ich so angepisst deswegen, dass ich gleich nochmal neu starte. Das kann ich euch ja schon mal versprechen. Ja. Super. Es war auf jeden Fall grandios nachgedacht. Na gut, eigentlich hätte ich hier von Anfang an ja auch ein bisschen mehr aufpassen können. Weil hier ein Schiff zu verlieren ist ehrlich gesagt schon eine große Kunst. Irgendwie. Und da begrüßen uns gleich Matrose.
Was will der schon wieder von uns? Sei ruhig! Wir sind einfach am... Ach, gut. So, der hat uns einfach nur belästigt. Was ist jetzt los? Ach so, Moment. Irgendwie ist der Ton gerade hier ein bisschen asynchron hier. Ja. Ah, gut. Ich hoffe, jetzt geht es wieder. So, jetzt habe ich hier neu gestartet. Ja, das kennen wir ja schon. Okay, das war gerade merkwürdig. Irgendwie habe ich... Das... Habe ich gerade... Also, ich müsste mir so vorstellen, ich lasse es gerade mal hier... ich lasse die Clips gerade mal abspielen, damit ich weiß, was überhaupt mir passiert ist. Und dann... Das war gerade total asynchron hier. Also, der Ton kam eher als das... Ja, schon wieder. Das ist ja merkwürdig. Ich weiß ja, also sieht man wahrscheinlich nicht im Video. Aber für mich jetzt so, ich gucke jetzt mal die ganzen Videoclips an. Das ist echt merkwürdig. Genau. Oh. Okay, einfach mal so akzeptieren, einfach mal Kopfnicken und sagen, okay, irgendwie müssen wir das, müssen jetzt damit leben. So, wie ihr gerade gesehen habt, ich habe neu gestartet. Und wir machen erstmal diesen, wie heißen die Dinger? Nicht Grenadier hier. Das klang gerade extrem merkwürdig, aber egal. Nein, wie ist Granatwerfer. Den haben wir kaputt gemacht jetzt. So, wir fallen weiter in den Hafen ein. Der Hafen gehört jetzt uns. Wir haben den jetzt auf ehrliche Weise erobert. Wenn man irgendwas überhaupt auf ehrliche Weise erobern kann, dann war das auch das auf jeden Fall. Das Tolle ist, in dem Hafen sind kaum irgendwelche Truppen. Und das ist wiederum toll, weil wir dann fast den gesamten Hafen schon für uns beanspruchen können. Zumindest einen halben. Aber sehen wir alles gleich noch. So, wir werden die Pontontürme zerstören. Und genau. Dann einfach volle Kanne auf die Seefestung. Ach, dankeschön. Warum ist das so asynchron? Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das... Also wie gesagt, also für mich, wie ich das jetzt gerade sehe, ist das mega asynchron. Ich höre den Ton eher, als das Bild kommt. Merkwürdig. Okay, wie gesagt, einfach akzeptieren, einfach Kopfnicken und sagen, ja, mach mal, Junge, mach mal. So, ich komme gerade extrem nah ans Mikro ran, deswegen war ich wahrscheinlich gerade wieder so laut, aber wenn ich hier hinten bin, dann höre ich wahrscheinlich wieder gar nicht. Ach, ist aber egal. Ihr müsst jetzt damit leben, Leute. Ich muss damit auch vor allem leben. Und vor allem auch ihr. So, wir entladen erstmal hier unsere gesamten Truppen. Wir haben einen ganzen Haufen Automatons. Aber auch Mechaniker und Beast Rider. Was ist jetzt schon wieder los? So, mach den Bauern da mal bitte weg. Und was hat ein Mechaniker erledigt? Der hat sogar zwei. Was ist das für ein Monsterbauer hier? Ist das der große Bauer oder was? Hä? Okay. Das irritiert mich gerade so. Diese Asynchronität. Das wird immer schlimmer hier auch. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Ton kommentiere oder das Bild. Also ich kommentiere gerade irgendwie das Bild, aber gleichzeitig auch irgendwie doch den Ton und... Alter, das müsstet ihr sehen. Moment mal gerade, Leute. Ich probiere gerade was aus. So. Okay. Hang on. Ah, okay, gut. Jetzt geht es wieder. Gut. Alles wieder gerichtet. So, da haben wir auch noch einen Mechaniker drin. Wir haben zum Glück jetzt noch zwei. Der eine darf jetzt erstmal eine Mana-Raffinerie dahin stellen. Oh yeah, Leute, das wird ein Spaß.
Aber Leute, wir schaffen das, weil wir cool sind. Wir haben die Power of Coolness. Ja, oh yeah. Und weil wir so cool sind, Leute, würde ich mal sagen, dass wir mit dieser Coolness auch weiter fortfahren. Ich hab den Faden verloren. Asynchronität ist schuld. So, ich sage mal an der Stelle tschüss. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, Leute. Ich hoffe, es hat euch für heute wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, immer. Bis dahin.